Die Aposteljeschicht Nummer 18. Ein Redner ist Johan Dyck. Mir dat het zeer beeindrukken dat God den Apostel Paulus naar Europa viert. Dat haft voor die ook voor mij een zeer grote bediening, wils wie alle durch onze veervoeders uit Europa stammen. Aber wann Paulus ook dat Evangelium dahan bracht, en onze veervoeders zich ook te Jezus bekeren deiden, so helpt ons dat doch van deel nuscht, wann wie nicht ook dezelfde Entscheidung trafen en Jezus als Rader aannemen. Kraakt so is onze veervoeders dat ook deiden. Wo immer Paulus han jink, seht hij immer ware datzelfde. Wie zijn zinder, en motten ons te Jezus bekeren, wann wie wellen geraad worden. Van deel wel wie dan met Paulus en Silas metgonen, wann sie wiederreisen. Laatste week hiet wie door op, wo die Gefängniswächter zich bekeert. Dat gaf en die familie, en die nacht, ne zeer grote verändering. De ganze familie bekeert zich en leidt zich nog en die nacht diepen. Om nächsten morgen kreeg de wachter van vredensrechter norecht dat hij Paulus en Silas zal freeloten. Dit aber gefall Paulus nicht. En wie mochten hier fragen, waarom gefall hem dat nicht? Wil hij nicht uit dem Gefängnis ruut? Wel we nu vers 37 bot 39 lesen. Paulus überseht an, sie haben uns ausschuldige Räume öffentlich verheift und angestoppt, und rechnen uns nu im Geheimen loszuwohren. Ab keinen Weich. Nu lot an selbst kommen und uns hier rütläden. In die Stadt deiner seht den Friedensrechter dort, und aus sie hierden dort Paulus und Silas Räume wären, worden Angst. Dann schämen sie in Pracheden an Rüte kommen, in Bauden an ihre Stadt zu verloten. Nu ist dat klar, worum Paulus dort nicht gefall, dort sie am wollen geheim losloten. Wort am nicht gefall wir, dat sie wären so behandelt worden, als wann sie nicht römische Bürger wären. Dort wie je in dat römische Gesetz, dort ein römischer Bürger gepriegelt wird. Dit wie aber geworden. Und dat wir uit dem Grund geworden, dat die Menschen dort in Philippi nicht gewusst hadden, dat Paulus und Silas Römer wären. Sie hadden ganz genau gedacht, sie wären bloß Juden. Und Paulus bestund hier nu ab sie'n reicht. Hij wollen nicht geheim losgeloten worden. Nee, die Friedensrechte und die, wat hem hadden eingestoppt, die sollen nu selbst kommen, in dort bekennen, in an öffentlich freeloten, dort die Menschen dort auch wissen, dass sie auch schuldig wären. In nu go wie dann wieder nur den 40. Farsch, und du les wie, dann gingen sie uit dem Gefängnis rüt, in gingen wie Lydia am Hüsen an, und als sie die Breide jeseinen in Mauto gesprochen hoden, verleiten sie. Wie seinen hier, dat dit Paulus sehr ab dem Hort lag. Wo immer sich Menschen bekehren deiden, da hat er ein sehr grautet Hort für dei, dat diese junge Gemeint, diese junge Breider und Sastern im Herrn wassen würden, in mautig sein würden, dort an nuscht passiert, dort sie nicht wahrer vom Glauben auffallen. Und da wären jench hei und Silas noch einmal nur Lydia erhüß, sie haben wahrscheinlich die junge Gemeint taub gekriegt, und da mag, wird auch der Gefängniswächter in seine Familie gewassen, sprüchen an Mautau, und dann verleiten sie. Da sind auch Beweise dafür, dass Lukas hier bleibt. Lukas ist ja der Janja, wo die Apostelgeschichte geschrieben hat. In ab vielen Städten redt er so, als wann er dabei ist. Und dann war er andere Städten, da schrift er so, als wann er nicht dabei wäre. Und hier schien, wo er so nicht steht, wo hij trägt blijft in Philippi, om de jonge gemeente met te helpen, wieder te helpen, en de andere reisden wieder. Aber wo reisden ze heen? Wel, wens dat hem al verlesen, uit dat 17. Kapitel, vers 1 en 2. Als ze op ihre reis durch Amphipolis in Apollonia wieren, kämen zij naar Thessalonisch. Door wie een Judenschool.
En zo is Paulus dat je waant weer, jenk je bij aan en neen en reed met aan drie zalbeten uit de schrift. Zoals we je leest han, jengen ze nu naar Thessalonisch. Thessalonisch lag am waasten en neen van Philippi. Thessalonisch wie een frie stad. Wat dat meint is, Thessalonisch wie een stad, wat nicht an Raum gebungen wir, so wie aus ihre Gesatzen in dieser Stadt anbelangt werden. Sie können ihre eigene Gesatzen merken. Dit wir sehr viel wert. In so eine frie Stadt aus dit hat eine große Bedeutung. Wie seinen hier, dat Paulus in Gouda Plon hat, wo er dat Evangelium rüdbracht in der Welt nennen. Er jenkt nicht nur jeder steht. Aber er sagt sich immer die bedienende Städter in jeder Jährend, in dort fang keine Arbeit an. Dort meint, dort fang er an zu missionieren, dort dort eine Gemeinde entstand. Und dort hat er auch am Sinn hier in Thessalonich. Er wisst ganz neu, dort wann eine bedienende Stadt eine Gemeinde gegründet wird, dort die dann erstaunt ist, dort Evangelium rüttedrehen in dort ganze Land rund am Ram. In tweede poort van Paulus zien plon weer, dat hij immer bij de Juden aanvang. Hij schreef je mol, nur de Juden eerst, en dan nur de Heiden. Also diesen plon viert hij immer waarder derich. Nu jenke hier in Thessalonisch nur de Juden schoul. Dat zegt ons, dat door een bedienende Soul van Juden in Thessalonisch woont. Dat zegt ook, wo lang hij door weer. Drei Sabbaten leert hij aan uit de schrift. Wie würden vielleicht sagen, hij wie ungefähr drei Werk dabei. Nicht ne sehr lange Tiet, aber hij kauft diese Tiet uit. En hij leert aan, doch wel jeder Dag in diese Judenschaul. Aber wo leert hij dan? Wel, we mal vers 3 lesen. Hij leert aan de schrift uit, en merk aan dat klar, dat Jesus lieden, en vom Dood abstoenen musst. En hij zei dan dat dis Jezus, den hij predigt, de Christus weer. Hier worden drei Wieder gebruikt, wat ons zeien wo Paulus deze Juden proeft met het Evangelium te erreken. Drei Wieder. Dat eerste woord is, hij deed met aan de schrift onjazeken. Dat meint, ze dachten door even no en tuschten er gedanken uit. Dit is een zeer goede weg, dat Evangelium andere mensen bij te brengen. Wanneer een met antoop en een schrift ziekt, door van last, door van reed, in gedanken uittuscht. Op deze weg komen mensen op gedanken wat dat werkelijk meinen deed. Ik leef dat in onze mennonitische kerken, als dat veel te zeer moed, dat we bloos immer predigen doen, dat door een affaire staat, in die last oder die predigt, in die andere Menschen horchen tau, aber die haben niemals ne Gelegenheit, door even no te frören. Paulus wil dat nicht so. Paulus wil haan dat die Menschen, te wem hij red, dat verstoenen sollen, wat hij gesagt hat. Also, hij onjazocht met antaub, de schrift. In tweede Worte bivier, wo hij leren deid wie dit. Hij erklärt aan de Bedienung van de Schrift, dat Jezus vom Dood abstoenen moest. Dat meint, hij brokt dat Oude Testament. Aber hij erklärt dat ook. Door komen wie ook werken te kort. Onze Predigers lesen oder predigen wat, aber ze erklären dat niet genoeg, zodat jeder Mensch dat versteht. Dat is mijn Verlangen, durch deze Radiosendungen, dat wie dat Wort Gottes sollen verstoenen. Dort wie den Hintergrund wurden verstohlen, dort wie wurden verstohlen, wo die Menschen wären und wo die dachten, in wort an ob dem Hort lag, so dort wie beter können verstohlen, wort Jesus und wort die Apostel meinten, als sie dort schreiben und dort reden deiden, wort wie am Neuen Testament, auch am Olden Testament, lesen. Und redet, wort wie hier seinen es, hei Beweis an, dat Jesus de Christus es. Dit is een dreddet. Onze predigten zullen nicht so flauw zijn, dat mensen zich dat bloß voor een stund oder so aanhören en dan gonnen ze naar huis en vergeten davon. Paulus mögt zich meer dat hij aan bewijs dat Jezus de Christus is. Wo deed hij dat?
Hij zocht zich al de steden im Olden Testament, wat prophetisch über Jesus reden deiden, en dan deid hij aan bewiesen dat Jesus kracht deze prophezeiung erfeld had, en dem wat hij gezegd had, oder wat hij gedonen had. Hij bewijst aan dat Jesus, die Christus weer, dat hij de geschekte, de jan ja weer, wo nu de Juden al lang geluurd hadden als er Messias. Denk je mal dan, wann Paulus dit verdrijwerk, door er aan de Judenschool gedonen had, dan moet er doch wat uitkomen. Dan moet er doch wat passieren. En kraak dat deed het ook. Nu lezen we den vierden vers. In welche van aangeleifden en gezalden zich te Paulus en Silas, in zou ook een grote schoof Gottes verchtje geriechen, in veel van de vernemste frühes. Er staat nicht een wunderbare volg van deze Bibelarbeit, wat Paulus door deed? Eerstens, welche Juden? Dat kämpft mir even zo'n beetje weinig voor. Dat moet bloß welche Juden. Also, vele Juden han dat dan nicht geleefd, wat Paulus zegt. Aber dan zegt het, sei er veel Gottes verchtje Griechen. Dat wären zo'n Griechen, wat al een verlangen hadden naar Gott. Vielleicht wären ze sogar al met den jüdischen Glauben bekannt, aber die betieren zich hier. En dan nog wat, wat mij sehr interessant verkämpft is, hier worden die Frühes genannt. Nicht bloß Frühes, dit zijn die vernehmste Frühes. En dat zegt, veel van deze bekeerden zich. Wo behandelt die onze Frühes in de Gemeinde? Worden die immer teruggeschoven? Oder worden die keine Achtung gegeeft? Mij kämpft dat eens mal so ver, dat wir als Männer leven, dat wir die ganze Saai haben in de Gemeinde. En dat onze Frühes kaum wat talen. Dat is aber nicht Gott sein waag. So deed Jesus die Frühes ook nicht behandeln. En hier mag wie dat sogar eine Schrift wat hat abgeschreven, dat vele Frühes sich bekehren deiden. Also sie wären wichtige Personen in deze eerste Gemeinden. Wie sollen dorop hanarbeiten, dat onze Frühes in onze Gemeinden eine veel geratere Anerkennung kriegen, en dat ihre Goven ook gebrokt worden in de Gemeinde, dat sie den Herrn kracht zu gau deinen kennen, als Mana. Dat is immer wunderbar te hören, wann Menschen sich bekehren daunen. En ik denk hier träge an die Titus eigentlich noch in Deutschland wie, ich hatte die Gelegenheit, an die evangelistische Arbeit mit Leo Jans taub zu arbeiten. Wie deiden einst mal in eine gewisse Stadt für 3 Werk evangelisieren? Je weiß nicht, wie dat so, dort an de erste Ovende mal wenig Menschen zum Glauben kommen. Aber, wann die Tiet erst zu eng ging, in besonders einer letzte Werk, dann kommen vierken sehr viel Menschen zum Glauben. Dort diet in Stauzje, wat de Geist Gottes dort wurt, angewandhaft, in die Menschen dort eva no denken, und dann wurden sie wellig, sich den Herrn zu eva geben. Aber wann dort passiert, dann jeftet je weinlich immer in Trägschlag vom Sotorn. En zo wie dat kraakt hier. Voorts schloeg de Sotorn trig, als Menschen zich in Thessalonisch bekeerden. Wie willen nu den 5. vers lesen? Aber die stierkopje Juden wieren aufjernstig en holden zich ramdriefschut gesindeltaub en brachten de Staat im Abruhr en sammelden zich ver Jason zijn huis en versochten an Rüte te kriegen en ver am Volk te brengen. Aber als sie die nicht fangen, schlappten sie Jason und noch welche andere Breiter für die Staatsverstohne und schrien, diese, die über die ganze Welt Trubel gemerkt haben, sind auch hergekommen. Wer wie Jason? Jason wie ein Neuer Christ hier in Thessalonich. Der hat sich offensichtlich groß bekehrt. Hei wie ein von dei, der das Evangelium je in Eva freundliche Sonnen wie. En hij had de apostel in zijn huis opgenomen. Door wieren die als jaast. En nu, als hij Paulus en Silas niet konden uit zijn huis rütlocken, namen ze Jason, schlapten am vergerecht, en door wordt hij zeer sterk beschuldigd. En wat voor mensen wieren dit? Dat zegt hier dat wir ramdriefschit gesindel, also dat wir peivelvolk. Dat wieren zo'n wat zich op een gas ramdrieven en nuscht andert als onnet, en schlechtet daunen. Dit wieren so'ne wat met kleine betoling en grauten Trubel würden anreiden.
en dat is wat de stierkopje juden nu deiden. Die namen zich deze aan om trubbel te merken, en doordat wilden ze dan deze apostel hier losworden. Aber wat mij hier interessiert is, wat ze zeien. Ze zeien, dit zijn die, wat in de ganse welt trubbel aanreiden. En de griechische spreek, waarin het Nieuwe Testament geschreven wordt, zijn die weer zo. Dit zijn die, wat de ganse welt op den kop stalen. Dit zegt ons, dat de christelijke geloven al ziemlich bekannt weer in vele delen van de welt. Aber, wat ze door even zeden, weer niet zeer fijn. Ze zeden, deze mensen stalen de ganse welt op den kop. En andere weer, die merken ons zeer veel trubbel. Ik had het ook al gehoord, van reizen predigers rondvoeren en daunen in gewisse kerken ovenversammlungen houden, dan jaft het door op eenmaal een erwartung. Dan bekeren zich mensen. Aber weet je wat het gereed gewoonlijk is? Die janje wat door jeen zijn, die janje wat van de bekering nischt houden, die zeien dan, dit zijn gemeinten verrieters. Wat meinen ze daarmee? Nou, ze meinen, die merken hier trubbel. Dat blijft niet zoals dat immer weer. Wie willen dat toch zo houden? Aber wenn Menschen sich bekehren, dann sind sie nicht mehr willig, so zu leben, als sie erst gelebt haben. Und dort eiert viele. Und dort eiert hier auch die Juden. Und dorthin wollen sie anlos sein. Das wird ganz ernst für diesen Jason. Und dann fingen wir hier, dort die Staatsfürstoner, und der Janje wird am Verklärten, dreiben am der Tau, dort er unterschrieben muss. Und wir lesen dort hier, in Vers 8-9, aus dat Volk in die Staatsfürstoner dort hierden, jäfet unjahn ein graute Dörrchen onder, in aus Jason erst veran Gott gesagt hat, leiten sein wahrer Gohn. Also er muss Gott sein. Wat bedie dort? Dort meint, diese Prediger, diese Missionoren wurden furz verloten, die wurden nicht länger bei arm sennen, die wurden Thessalonisch verloten. In dem Sinn hat ihm Sotun dort gelegt, hei wir diese Missionoren nu los, en vielleicht wurden sich nicht mehr Menschen bekehren. Dort wird sie in Gedanken gewassen. Wenn wir dann in Vers 10 wiederlesen, dann sagt er dort, dann schickten die Brüder Paulus und Silas, dann fuhrt die Nacht no bereue. Als sie dorthin kämen, gingen sie eine Jüdenschule innen. Bereue lag noch wieder wassen von Thessalonich. Und hier sagt er, gingen sie fuhrt zwar eine Jüdenschule. Paulus funk so an, so sei dat gewandt wir, dat erste die Juden. Aber dat sagt hier wat interessantet über diese Juden. En Vers 11 sagt het, die Menschen dort wären anständiger als die in Thessalonich. Dat meint, die Juden hier wären anständiger als die Juden in Thessalonich. Die nehmen dat Wort ganz wellig ab und forschten alle Dag in der Schrift, um zu seinen, ob dat so wir als sie sehen. Wie denk ich uns noch, als Paulus in Thessalonich wär, dann deit he mit Antaub die Schrift unja Siechen, he deit an bewiesen, dat Jesus de Christus wär, en nu hier in Bereuer sagt het, nahmen die Juden dort wellig ab, wat he predigen deit. Die horchten beter, ihre horten wären doller ob als dei in Thessalonich. Aber dat Baste, wat ich hier fing is, dat sagt, sie lausen jeder Tag in der Schrift, also sie forschten dort, um zu seinen, auf dat wörtlich so wir, wat Paulus anpredigt, wat Paulus anlehrt. Dort würde ich sehr fein sein, wenn jeder auch so daune würden. Jedes Mal, wenn jene Predigt hören in jene Church, oder eine Predigt über das Radio, oder sogar dit Programm, würde ich gut sein, wenn ihr den Aufschnitt noch einmal lausen, der durchgenommen wird, darüber nur denken würden, und wirklich prüfen, ob das so ist, was da gesagt wird. Wenn die früheren Horden über dit, oder wenn du wort wir, wort jünt nicht stemmt oder je nicht verstunden, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich mit jünt darüber kann schreiben oder reden. Die Bibel sagt hier, diese Menschen wären anständiger. Aber dort ist nicht das Ende von der Geschichte. Wenn wir dann wieder lesen, dann sehen wir dort der Herr hier eine graute Arend haben. Eine graute jäßliche Arend. Das sagt hier, und dort kämen viel Juden zum Glauben,
en zou ook veel vernehme griechische Frühes in Mana. Hier habe dat Wada, dat Wort Gottes, es sei ja wirksam. Wann dat rechtliche Predigt wordt, dann wohren Menschen sich bekehren, en sogar hier veel Juden, aber ook veel andere, dat meint Heiden. Wada wohren de Frühes genannt, sogar Eier aus de Mana. En door wo wir von der Schluss merken. Ich wünsche you all in a go to bed. Up out of here.